Hallo und herzlich willkommen wieder bei neuem Garten.de/Blog. Heute geht es um Bienen und zwar um diese Kiste, bei der ich vermute, dass da irgendwas mit der Königin nicht stimmt, dass die keine haben, dass die drohnenbrütig sind. So kann es nicht weitergehen. Ich muss eine Entscheidung fällen. Was soll ich das Volk hier einfach leiden lassen? Irgendwas werde ich jetzt unternehmen. Wir schauen uns das an. Ich zeige das genau, wie es aussieht und dann entscheide ich. Da kamen in der Vergangenheit Fragen, warum ich das nicht vorher gemacht habe. Ich hätte vorher eine Weiselprobe reinhängen können. Also eine bestiftete Wabe von anderen Völkern hier reinhängen können. Hätten die eine Nachschaffungszelle produziert, dann hätte ich gewusst, da ist keine Königin. Hätten die keine produziert, da ist eine. Das hatte mehrere Gründe. Also erstens muss ich es lernen. Ja, ich muss es mal gesehen haben. Ist meine persönliche Überzeugung. Und zweitens, alle anderen Völker sind abgeschwärmt. Ich hatte zu der Zeit eigentlich überhaupt keine Wabe mit Brut drauf. Ich hätte es gar nicht machen können. Da, wo mir das aufgefallen ist, vor 3 Wochen. Jetzt habe ich genug. Aber jetzt bin ich ziemlich sicher, ist Buckelbrut da drin. Jetzt ist es zu spät. Der Honigraum ist natürlich leer. Also da ist schon mal nichts. Auf den oberen Waben ist gar nichts drauf. Bisher. Meines Erachtens nach sind da auffallend viele Drohnen drin. Und was ganz besonders hervorsticht, ist das Geräusch. Ich habe gerade eben die anderen Völker noch durchgesehen. Da ist alles so, wie ich mir das vorstelle. Die sind wesentlich ruhiger. Aber hier die summen ganz mächtig. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe da Larven drin. Die kann man sehen. Und zwar da. Sehe ich eine, da ist eine. Da, man kann sie vielleicht sehen da. Die da. Aber das ist doch definitiv Buckelbrut. Das heißt, das Volk legt nur noch Drohnen. Entweder bei dem Begattungsflug ist was nicht ganz in Ordnung gewesen. Also, dass die Königin nicht wiedergekommen ist oder unbefruchtet wiedergekommen ist. Oder ich habe sie später irgendwie getötet. Kann ja passieren. Was erstaunlich ist, schlecht festzuhalten hier. Da sind Weiselzellen drauf. Ich kann mir aber kaum vorstellen, das ist jetzt mindestens 4 Wochen her, 5 Wochen, dass da noch was nachkommt. Also wenn das nicht der klassische Begriff von Buckelbrut ist, dann weiß ich nicht. Ich habe mir extra hier ein Vergrößerungsglas mitgebracht. Ich will nochmal nach, wie heißt es, Stiften suchen. Aber ich kann die nicht finden. Auf dem Baurahmen sind auch Weiselzellen. Da, da. Nee, in der ganzen oberen Zarge keine Brut, nur Drohnenbrut. Und ein bisschen Honig. Und noch einen schnellen Blick in die untere Zarge. Aber da ist alles leer. Wenn Sie hören würden, was die hier für ein Radau machen, da ist ganz was anderes als die anderen Völker. Gehen wir mal was näher dran. Vielleicht hört man so im Hintergrund ein hochfrequentes Summen, was die anderen Völker nicht haben. Also Entscheidung, ich löse das Volk auf. Ich habe es auch erwähnt, 3 Systeme, Bienenkiste, Zander und Deutsch normal, das macht keinen Sinn. Ich habe einen Käufer für die Kiste, ich löse das Volk auf und dann im nächsten Jahr arbeite ich nur noch mit 2 Systemen, da bin ich besser bedient. Was man dafür tun muss, 20 bis 30 Meter weit weg bringen, abschlagen, die Bienen von dem Waben runter, vorher noch möglichst Rauch geben, dann saugen die sich voll. Und betteln sich dann in den anderen Völkern ein. Also sie sind nicht verloren. Wer verloren ist, sind die Drohnen. Und die, wenn sie vorhanden sind, die Ammenmütterchen, also die normalen Bienen, die vielleicht diese Eier gelegt haben, diese Drohnenbrut, weil sie sind ja keine Königin, sie konnten ja keine richtigen Eier legen, keine befruchteten Eier legen, die bleiben übrig, aber sie würden sowieso demnächst sterben. Also 20 Meter weit weg mit der ganzen Angelegenheit. Richtig, schade um das Volk.
Aber auch das, ich habe es erwähnt, es ist eine Sache, die muss man erlebt haben. Jetzt müssen die Bienen da runter, da dürfte eine ziemliche Fliegerei geben. Im nächsten Jahr oder in Zukunft, ich weiß, die Anzeichen zu deuten, ich kann da besser darauf reagieren und ich hoffe, dass die anderen nicht abschwärmen, dann hätte ich auch eine Brutwabe gehabt. Wenn, vor allen Dingen, wenn es ein System ist, ich habe noch in dem Ableger, den ich im Frühjahr gemacht habe, da habe ich noch eine Deutsch-Normal-Rahmen drin, der ist so verklebt, der ist voll mit Brut, das ist auch nicht so das Wahre. Ein System, auf das muss man sich beschränken. So, und jetzt fahre ich rüber und dann schütteln wir die ab. Warum 20 oder 30 Meter weit weg, habe ich gelesen. Das liegt daran, weil die Flugbienen, die betteln sich in andere Völker ein. Also das Volk wird gleich ordentlich mit Rauch bedampft, die denken, es brennt, Waldbrand, wir müssen fliehen. Die stopfen sich die Honigblase voll mit Honig, finden ihren Stock nicht wieder und fliehen und betteln sich dann bei den anderen Völkern ein. Wie gesagt, drohen nicht. Und was aber wichtig ist, wenn da Ammenmütter schon drin sind oder unbegattete Königin oder was auch immer, die sollen nicht flugfähig sein. Also bei einer gewissen Entfernung, 20, 30 Meter, haben die keine Chance mehr da hinten reinzukommen, weil sie würden dann eventuell den anderen Königinnen, die drin sind, den Rang streitig machen. So habe ich es gelesen. Da kommen sie jetzt hin. So, erstmal ordentlich Rauch, damit jeder versteht, jetzt ist Ende hier. So, und abstoßen. Das sind doch schon ganz schön viele Bienen. So, jetzt gucken wir uns so eine Wabe noch mal leer an. Ich weiß nicht, was mit dem Honig ist, der da jetzt raustropft. Da ist jede Menge Honig, der aus den Waben hier mit raustropft. Ich sag ja, Weiselzellen waren mit drauf. Und die offenen Waben schnell in Sicherheit bringen, dass die anderen Völker das nicht mitkriegen. Das Ende eines Bienenvolkes. Aber jetzt interessiert mich natürlich doch. Ich meine, die ganzen Flugbienen, die müssten ja jetzt alle wieder auf dem Weg nach hinten sein und da vor dieser nicht vorhandenen Kiste kreisen. Da gehen wir jetzt nochmal schnell gucken. Ich habe es mir gedacht. Hier kreisen wieder jede Menge, aber was ich nicht bedacht habe, ich habe die Waben von dem Honigraum hier liegen lassen. Da sammeln die sich jetzt alle wieder dran. Jetzt muss ich die hier auch noch abschütteln. Hätte ich drüber nachdenken müssen. Ich sag ja, es sind Dinge, die muss man einfach lernen. Man muss seinen Grip zusammenhalten. Einmal passiert, wird das so schnell nicht nochmal passieren. Aber hier dürften ja keine Ammenmütter schon mehr dabei sein. Das sind ja nur Flugbienen. Ich hatte den Honigraum eben hier ausgeschüttet, weil ich die Zarge brauchte. Das war ein Fehler. Jetzt schnell, bevor die sich alle wieder drin gesammelt, in der Zarge gesammelt haben. Komm, geh weg. Zweiter Stich. Wie gehe ich nun ins neue Jahr? Mit 8 Völkern. 7 stehen hier inklusive der Bienenkiste. Eines der Ableger, der steht noch woanders, den werde ich jetzt die Tage mal hier rüberholen, auf dem Platz, der da hinten frei geworden ist. 8 Völker, mit denen ich jetzt irgendwie sehen muss, dass die über den Winter kommen. Die nächsten Schritte sind die letzte Honigernte, dann kommt noch die Honigernte bei der Bienenkiste, dann kommt die Ameisensäurebehandlung, auffüttern, wieder behandeln und dann sehen, dass die überleben. Und dann im nächsten Jahr fange ich mit einer Menge Erfahrung mehr an. Ich hoffe mal, dass dann die Sache etwas glatter läuft. Aber dieses Jahr hat eine Menge Erfahrung gebracht. Ich komme da noch mal in einem separaten Film nochmal drauf zu sprechen, welche Erfahrungen ich so gemacht habe. Die möchte ich jetzt echt nicht mehr missen. Also, es ist längst nicht mehr so, dass ich mit Bammel da rausgehe. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal RR Hase. Da ist der Link zum Abonnieren. Da sind noch Filme von mir. Andere Sachen, Enten, Bienen, Hühner, Gänse, Riesen-Selbstversorgergarten, alles, was das Leben interessanter macht. Like-Button drücken, weiterempfehlen. Und all das, was dazugehört. So, bis dann. Tschüss.